Eastside Gallery mit 1300 Metern das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer. Einst trennte diese Mauer zwei politische Systeme, West und Ost. Nach der Wende bemalten sie Künstler aus aller Welt. Die Eastside Gallery, ein Touristenmagnet, Symbol für Freiheit und Menschenrechte. Ich habe den Fall der Mauer miterlebt, also ich glaube, die historische Bedeutung ist noch wichtiger als die Malerei. Es ist wichtig, daran zu erinnern, was hier geschah. Die ganze Kunst ist nicht nur Kunst, sondern hat auch eine tiefere Bedeutung. Von Anfang an dabei der Künstler Thierry Noir. Er erinnert sich noch genau, wie im Februar 1990 der Startschuss fiel für das erste gesamtdeutsche Kunstprojekt. Zwischen März und September 1990, diese ganzen Künstler sind aus der ganzen Welt gekommen und haben die Mauer hier in Berlin bemalt. Das war eine große Euphorie. Alle haben gedacht, ja, die Freiheit kommt auf uns zu, alles wird besser, irgendwie alles ist super. Davon erzählt auch der Dokumentarfilm Berlin Eastside Gallery. Er zeigt das Spreeufer, wo fast drei Jahrzehnte die Grenze zwischen der DDR und West-Berlin verlief. Mehr als 100 Künstler aus 21 Ländern malten nach der Wende ihre Freude über die neue Freiheit auf den grauen Beton. Der Film zeigt auch die große Sanierungsaktion 2009, als die Spuren der Zeit an dem Kunstwerk nagten. Und die Interessenkonflikte zwischen den Künstlern, den Investoren, Bürgern und den Stadtentwicklern. Denn die Eastside Gallery steht auf attraktivem Baugrund, direkt an der Spree. Investoren bauen schon in Gedanken. Für diese Halle wurde schon ein Stück der Mauer geopfert, obwohl sie unter Denkmalschutz steht. Ich glaube, keiner will, dass die Eastside Gallery verschwindet. Jetzt muss man gucken, dass man ein städtebautaugliches Konzept hinstellt. Das ist die Aufgabe von Berlin. Und wir als Bund werden uns dann finanziell beteiligen. Mahnmal oder Bauprofit? Zurzeit sieht es so aus, als ob die größte Open-Air-Galerie der Welt in Berlin bestehen wird.